Ganz sauber gemacht. So, diesmal hinten schön herausgespielt. Da ist keiner mitgegangen bei Klein. Der hat hier alle Zeit der Welt. Janusovic kommt in vollem Lauf und dann keine Chance für Bayern. Ja, da war die linke Seite wieder komplett aufgerissen beim ersten Treffer. Kein Katzer hinten. Oh, ja, ja, ja. Und jetzt geht's zu. Jetzt geht's zu. So, sofort hat Schiedsrichter Thomas Einwaller hier alles hier rein gewinkt an Spielern. Denn das, was ein bisschen schon angekündigt war, ist jetzt leider wahr geworden, dass hier das Stadion gestürmt wird von Rapid-Fans. Bis vor wenigen Augenblicken war das alles nur Gerüchteküche, aber jetzt. Naja. 26 Minuten waren gespielt, 2:0 Austria Wien und jetzt der Abbruch. In Scharen strömen da die Rapid-Fans herein und die Einsatzkräfte, die machen sich hier stark vor dem Gästesektor, vor dem Sektor von Austria Wien, dass es da ja nicht zu einer Kollision kommt. Naja, man hat schon im Vorfeld gemerkt, wie nervös hier alles, was mit Organisation bei Rapid zu tun hat, ist. Ja, das ist eigentlich hier nicht mehr ordentlich zu bewerkstelligen. Das sind schon zu viele an Rapid-Fans, die hier reingekommen sind. Also im Augenblick für mich nicht mehr vorstellbar, dass es hier irgendwann weitergehen könnte. Man weiß ja auch noch nicht, ob Einwaller die Partie komplett abgebrochen hat oder nur unterbrochen hat, aber das sieht hier chancenlos aus. Ja, Rapid-Präsident Edlinger natürlich auch machtlos. Was will man da machen? Was will man da tun? So, schön langsam setzt sich jetzt Exekutive in Richtung Rapid-Fans. Okay. Aktuelle Information, noch ist die Partie nicht offiziell abgebrochen, sondern unterbrochen. Alle Spieler sind in der Kabine. So, und bisher denke ich mal, sehr gutes Vorgehen hier von der Exekutive. Da gibt es jetzt auch sozusagen die Einsatzleiter an der Front, die ihren Mannen sagen, wir stellen uns jetzt einmal bei der Mittellinie auf. So nach dem Motto, Stück um Stück Terrain gewinnen. Schön behutsam, damit sich die ohnehin noch geschaukelten Emotionen hier nicht noch weiter entzünden. Ja, ist natürlich früh, genau das passiert, was so ein bisschen die Befürchtungen hat hochleben lassen, nämlich wenn Rapid hinten liegt, man verliert, wenn man auf der Verliererstraße ist, dann war in diversen Homepages angeblich schon zu lesen, dass man hier das Stadion stürmen will, den Rasen stürmen will. So. Andi Marek, auch kein leichter Job. Er ist der Fan-Verantwortliche bei Rapid. Ihm war die Nervosität ganz besonders anzuspüren vor Matchbeginn, aber so wieder Step by Step geht's wieder jetzt nach vorne. Oh, also, alles vermummt. Wer sich da jetzt noch länger daneben benimmt, der wird heute Nacht hinter schwedischen Gardinen schlafen müssen. Ja, aber ich denke auch, unschwer zu erkennen, man war auch auf Exekutivseite auf solche Vorkommnisse eingestellt. Jetzt schon einmal die Einsatzkräfte bis zum 16er vorgedrungen. Tja,
Und drinnen wird heftig diskutiert und debattiert, ob man diese Partie vielleicht noch einmal weiterführen kann, auch wenn es dann komplett geräumt wird. Aber das wird dauern. Zuerst einmal muss alles zurück, natürlich auf die Plätze. Und jetzt der einzelne Übeltäter rauswischen und hinausschicken, das geht gar nicht. Dann fliegen jetzt noch Leuchtkörper vom Austria-Sektor auf den Rasen herein. Und zwar nicht so 3-4 Meter, sondern eine ist jetzt weit über der Mittellinie gelandet. Tja, Thomas Einwaller, da haben wir den Schiedsrichter. Was tun? Natürlich mal absprechen mit seinen Chefs, mit den Sicherheitsbeauftragten. Auch er hat auf jeden Fall prompt und richtig reagiert, sofort alle Spieler, die Mannschaften hineinzuschicken. Ist da ja nichts passiert und jetzt wird hinter verschlossenen Türen diskutiert. Abgewartet. Gibt ja kein Limit. Schiedsrichter hat die Möglichkeit, die Partie zu unterbrechen und wenn das Ganze, so heißt, im angemessenen Zeitrahmen dann wieder fortgesetzt werden kann, kann er das tun. So, wir schauen aber gleich hinunter zu Andreas Helber. Ja, Andi Tober und ich, wir stehen da in den gesicherten Katakomben, blicken hinunter auf den Bildschirm, sind eigentlich fassungslos, was da abgegangen ist. Andi, Sie wurden heute verabschiedet von Rapid. Wenn Sie das gesehen haben, diesen Sturm, der ja ein Wahnsinn eigentlich war, was geht da durch Ihren Kopf in dem Moment? Ja, mir tut es einfach leid, weil ich hätte jetzt noch genau da gesehen zu meinem Abschluss und ich glaube, dazu kommt es leider nicht mehr. Ja, der Ärger der Fans ist verständlich. Aber ich glaube, dass sie mit dem Verein mehr schaden als helfen. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe den Ärger der Fans. Wie groß ist der Schaden, den die Fans, die sogenannten Fans, jetzt anrichten? Das weiß ich nicht, wie groß der Schaden ist. Aber wie gesagt, ja, mir tut es leid, dass ich jetzt noch so einen Abschluss habe. Und ich hätte lieber einen Derby-Sieg gesehen. Abbruch die einzige Alternative? Oder können Sie sich vorstellen, wenn Sie da jetzt rausschauen, auch was da jetzt im Kabinenbank abgeht, dass dann noch das weitergespielt werden kann, das Match? Ja, das ist die Entscheidung vom Schiedsrichter. Ich glaube, das Gescheite wäre, wenn er das abbricht. Aber ja, wie gesagt, das liegt nicht in meinen Händen und ja, es wird er, glaube ich, abbrechen. Sie haben jetzt zuletzt bei den Amateuren trainiert, aber trotzdem hat man bei den Spielern vor diesem Derby jetzt unter der Woche schon gespürt, boah, das könnte kritisch werden, weil die Fans haben so etwas schon angekündigt. Ich muss ehrlich sagen, ich war diese Woche nicht oft in der Kabine. Ich war jetzt vor dem Match und da wollte jeder, ich habe den Sieg in den Augen gesehen, jeder wollte gewinnen und ja, dass jetzt leider 2-0 steht, ist natürlich nicht schön und jetzt solche Bilder auch noch dazu, ja, ist einfach nur schade. Danke sehr. Ja, und es gibt jetzt natürlich auch eine ganz große Schwierigkeit neben all diesen Sicherheitsgeschichten hier, die schlimm genug sind. Was für Auswirkungen könnte hier eine Absage auf den Titelkampf haben? Man möge sich vorstellen, hier kein Match mehr. Dann wird die Partie, dann müsste eigentlich 3-0 für Austria Wien strafverifiziert werden. Und jetzt geht es hier richtig ans Eingemachte. Jetzt wird auch von Seiten der Exekutive gestürmt. Jetzt haben die Spielverderber hier endgültig ausgelacht. So, da gibt es jetzt auch Tränengas. Pfeffersprays, alles im Einsatz. Einige. So, der eine oder andere Übeltäter ist ja ausgeforscht und dingfest gemacht. Offensive und dann gibt es immer hier noch den einen oder anderen Sitzstreikmanier, Tor drinnen.
Das ist mehr als, leider viel, viel mehr als der stumme Protest zuletzt nach der Niederlage in Ried. Ganz bitter, wenn leider nicht nur der eine oder andere Fan hier, sondern ganze Massen an Fans von Rapid sich so daneben benehmen, solche Aussätze haben. Das Ganze schön maskiert, damit man sich dann vielleicht mit Stadionsperren ja schwer tut. So, nächstes Interview, Andi. Ja, Thomas, ich bin fassungslos. Markus Kretschmer, was sind Sie? Ja, natürlich. Man hat natürlich im Vorfeld schon einiges gehört, aber dass es dann wirklich so weit kommt, wir sind, glaube ich, alle fassungslos. Solche Bilder wollen wir einfach nicht sehen, auch wenn es ein spannendes Meisterschaftsfinale ist. Und man hat natürlich auch Verständnis, dass die Rapid-Fans frustriert sind, aber das sind eigentlich Bilder, die wir nicht sehen wollen, gerade nach so einer spannenden Meisterschaft. Ja, ich bin froh, dass unsere Spieler mal sicher in die Kabine gekommen sind, dass unsere Fans rückgeblieben sind, dass unsere Fans geschützt sind. Und jetzt liegt es an der Polizei und an dem Ordnerdienst, möglichst schnell wieder die Ruhe herbeiführen. Aber ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel fortgesetzt wird. Haben Sie mit Schiedsrichter Einmaler schon gesprochen? Haben Sie schon mit dem Sicherheitsdelegierten gesprochen? Wie ist der momentane Stand der Lage? Wird noch zugewartet oder geht alles Richtung Abbruch hin? Sicherheitsdelegierte, soweit ich es gesehen habe, war beim Schiedsrichter. Ich selber war noch nicht beim Schiedsrichter. Er muss jetzt einmal abwarten. Ich sehe gerade, dass Tome Baritz eben mit dem Sicherheitsdelegierten diskutiert. Nur wir müssen schon dran denken, zweite Halbzeit steht dann unser Tormann direkt vor dem Rapid-Block. Und man hat schon beim 1:0 gesehen, welche Gegenstände da hereingeworfen sind. Und das Allerwichtigste ist einmal die Sicherheit der Spieler und der Akteure. Und die fürchte ich, ist im Moment hier nicht mehr gegeben. Das haben wir die ganze Woche schon diskutiert. Man hat es gelesen. Es wurde in diversen Foren diskutiert. Rapid-Fans, der Westsektor, stürmen den Platz, wenn die Leistung nicht passt. Jetzt passiert es 2:0 und die kommen trotzdem auf den Platz. Wie ist eigentlich das Prozedere normalerweise bei so einer Hochsicherheitspartie? Wie geht da der Heimatverein oder der Heimverein normalerweise vor bei so etwas? Ja, ich weiß es grundsätzlich von jedem Derby und zuletzt hat es ja gut funktioniert bei uns in der Generali Arena. Es gibt nicht nur eine Sicherheitsbesprechung, es sind die Sicherheitsverantwortlichen eigentlich rund um die Uhr im Einsatz, versuchen durch viele bilaterale Gespräche, auch wir haben das diese Woche gemacht, mit unseren Fanvertretern. Wir wollen um die Meisterschaft kämpfen, wir wollen fair darum kämpfen bei aller Rivalität und es ist einfach schade, wenn man solche Bilder sieht. Ich muss auch ehrlich sagen, mir tun die Verantwortlichen von Rapid ein bisschen leid, weil sie sicherlich alles probiert haben. Da bin ich überzeugt davon. Aber wenn dann eben solche eine Masse sich bewegt, dann kann man eigentlich auch nicht mehr von Fans sprechen. Und bei allem Respekt davor, das hat am Fußballplatz nichts verloren und das wirft uns alle miteinander weit zurück. Was bedeutet das fürs Image der österreichischen Fußball-Bundesliga? Ja, das ist sicherlich nicht gut und diese Bilder werden wieder diejenigen sein, die sozusagen aus Österreich hinausgehen. Und das ist einfach dieses Thema. Wir wollen auf der einen Seite kundenfreundliche Stadien, keine Zäune und dann passieren solche Dinge. Und das ist einfach unentschuldbar und das wird wieder ein großer Diskussionsprozess sein. Es ist natürlich verdammt schade, weil die Meisterschaft jetzt in die entscheidende Phase geht. Aber jetzt hoffen wir mal, dass der heutige Nachmittag hier trotzdem halbwegs friedlich zu Ende geht, gesittet zu Ende geht, warten wir die Entscheidung vom Schiedsrichter ab. Danke, Markus. So, jetzt kommt Thomas Einwaller zurück. Ja, warst du noch ein bisschen auf Zeit setzen, aber ich glaube, da kann man Markus Kretschmer eigentlich nur beipflichten. Das sieht hier überhaupt nicht so aus, als könne man die Sicherheit für die Spieler gewährleisten, auch wenn sich die Exekutive jetzt wieder ein bisschen zurückzieht und sich hier versucht, wirklich kalmierend aufzutreten. Sicherheit für das, was noch da ist, für die Spieler und hier kalmierend wirklich auftritt und ja, was soll er machen? Der Präsident Rudolf Edlinger kann hier auch nur zuschauen, hoffen, dass nicht mehr passiert. Ja, und nachdem das Ganze hier dann einmal bereinigt sein wird, große Diskussionen wird es da geben. Welche Auswirkungen kann so ein Abbruch auf die Titelentscheidung haben? Wird so eine Partie 3:0 strafverifiziert? Ist das dann gut für die Austria, weil sie in der Tabelle was aufgeholt hat von der Tordifferenz? Ist das schlecht, weil man hier vielleicht einen angeschlagenen Gegner gar höher gewinnen müsste, nicht auszudenken, wenn es dann um ein Tor nicht reicht? Also, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was das Bundesliga-Statut für die Meisterschaft diesbezüglich vorsieht.
für, ob es da Sonderfälle gibt für die Titelentscheidung. Also, aber das sind alles Fragen, die zu klären sein werden, wenn es hier nicht so dramatisch von der Ausgangssituation wäre. Wenn das so mittendrin unter der Saison passieren würde, naja, alles kognitiv. Wäre hier längst alles abgebrochen, die Partie wird strafverifiziert und alles nimmt seinen Lauf. So, jetzt sind einmal, soweit man es erkennen kann, alle Übeltäter wieder vom Feld weg. Und die Einsatzkräfte ziehen sich schön langsam zurück. Tommy Paritz, unten Torschütze Roland Linz. Ja, natürlich geht hier Sicherheit vor, aber es ist völlig legitim und auch Pflicht der Verantwortlichen bei der Austria zu denken. Was wollen wir eigentlich auch? Wollen wir versuchen, hier noch einmal zu spielen, das zu riskieren? Die Entscheidung kann man ihnen Gott sei Dank abnehmen, die muss man ihnen abnehmen. Das hat Thomas Einwaller mit seinen Kollegen von der Sicherheit hier zu entscheiden. Rauchschwaden hinten in die Sektoren hinein. Da ist Pfefferspray auch attackiert worden. Völlig zu Recht natürlich dieser Einsatz, da wollen wir nicht debattieren. Aha, da sieht sich noch ein Problem, nämlich dass möglicherweise ein Geländer hier eingebrochen ist. Hier auch keine Fans mehr zurückhalten kann. So, also. Kleine Nebenbaustelle nur. Aber die Frage ist natürlich nicht nur, hat man jetzt einmal die Fans draußen und kann man versuchen weiterzuspielen, sondern was passiert, wenn die Austria mit dem nächsten Angriff noch ein Tor schießt? So, ganz klar war es nicht zu verstehen. Bisschen auf alle Fälle, wenn ich es richtig verstanden habe, 45, jetzt wäre 16:43. Vielleicht will man jetzt noch ein bisschen zuwarten hier, schauen, was noch passiert. Ja, also die Entscheidung, die will jetzt keiner treffen. Abbruch, dann greift man womöglich massiv in den Titelkampf ein, aber berechtigt werde allemal, da braucht man auch nicht diskutieren. Und hier die Partie noch einmal beginnen lassen, ist womöglich ein gewaltiges Risiko. Und wer nimmt dieses Risiko auf sich? Wer wagt diese Entscheidung zu treffen? Die Katakomben. Da wird ein bisschen diskutiert, aber da drinnen bekommt man gar nicht richtig mit, was sich draußen abspielt. Es ist jetzt wieder ruhig geworden. Es ist draußen wieder ziemlich friedlich, aber der Frieden täuscht. Denn das große Aufgebot, insgesamt schon gesagt 500 Einsatzkräfte der Exekutive hier im Einsatz, das hat sich am Rasen postiert. Hundestaffel mit dabei, Pfefferspray dabei, alles, was man braucht für einen intensiven Einsatz, und der war heute hier erwartet. Tja, und wenn Sie sich später zugeschaltet haben, es steht 2:0 für Austria Wien. Linz in der 5. Minute und Junusovic in der 26. Minute. Die Torschützen, und unmittelbar mit diesem zweiten Gegentreffer haben sich die Rapid-Fans des Rasens bemächtigt. Da haben wir den nächsten. So, mittlerweile ein Zwischenstand, ein neuer bei Salzburg gegen Ried. Dort ist Salzburg durch einen Treffer von Leitgeb mit 1:0 in Führung gegangen. Das heißt, im Augenblick
Salzburg Tabellenführer, einen Punkt vor Sturm Graz. Da steht es noch 0:0 bei Wiener Neustadt gegen Sturm. Und einen Punkt auch vor Austria Wien. Und für die Austria sieht es, um kurz beim Sportler noch zu bleiben, in jedem Falle gut aus für eine Entscheidung in der letzten Runde. Denn 2-0 vorne hier oder wahrscheinlich eine Strafverifizierung und dann allerletzter Spieltag im Horststadion gegen Salzburg. Während der Tabellenführer Sturm Graz, also heute derzeit bei Wiener Neustadt, spielt und dann in der Schlussrunde Heimvorteil hat gegen Wacker Innsbruck. Also Pausenstände. Pausenstand bei Wiener Neustadt gegen Sturm 0:0 und auch in Salzburg mittlerweile Pause. Salzburg gegen Ried 1:0. Also einmal Tabelle derzeit. Salzburg führt mit 62 Punkten vor Sturm 61 Punkte und vor Austria Wien 61 Punkte. Die Austria mit einem um zwei Treffer schlechteren Torverhältnis als Sturm Graz. Das im Augenblick die sportliche Ausgangssituation. Aber ob hier sportlich überhaupt noch was geboten wird, sehr, sehr fraglich. Man wird im Augenblick auch nicht viel mehr tun können, als ein wenig auf Zeit zu setzen, dass sich hier die Gemüter beruhigen, dass alles runtergeht mit den Emotionen. Aber ob sich diese Rapid-Fans, die bereit waren, hier das Feld zu stürmen, auch wirklich beruhigen lassen, vor allem dann, wenn es hier vielleicht den einen oder anderen weiteren Gegentreffer setzt, da bin ich ganz ehrlich gesagt mehr als nur skeptisch. Dummheit verfliegt nicht so schnell. Und Rapid wird so oder so nach diesem Match noch einmal ein deutliches Zeichen setzen müssen für Übeltäter. Harte Stadionsperren aussprechen müssen. Ja, ich habe eingangs gesagt, es hätte ein letzter Höhepunkt in dieser Saison werden können für Rapid. Das ist das Waterloo geworden im letzten Heimspiel. Tja, gutes Omen, soll man das interpretieren. Ein Eckfahnerl wäre wieder gehisst. Ja, das ist, glaube ich, genau die Knautschzone derzeit. Auf der einen Seite will natürlich die Bundesliga unbedingt versuchen, hier sportlich ein sauberes Ergebnis zustande zu bringen, um im Titelkampf da keine unangenehmen Diskussionen zu haben. Und auf der anderen Seite muss hier die Sicherheit vorgehen. Was tun? Und da war doch das Transparent, wo die Fans genau von diesem Westsektor gemeint haben, sie sollen nach einer Saison wenigstens noch dem Lokalrivalen den Titel wegschnappen. Und jetzt sind es womöglich genau diese Fans, die hier für einen am grünen Tisch erzielten 3:0 Erfolg der Wiener Austria sorgen. Klassischer Fall von selbst ins Knie geschossen. Natürlich die Telefone und jetzt Andi Marek. Ja.
jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gehört, offiziell von Andi Marek. Das Spiel ist jetzt abgebrochen, also nicht mehr unterbrochen. Das Spiel ist abgebrochen und wird hier heute nicht mehr fortgesetzt. So, auf der Seite sind tja, das war's, die Austria-Fans im Sektor, die jubeln jetzt. Denen ist nicht allzu viel hier vorzuwerfen. Die haben eine Mannschaft gesehen, die ihren, die rasch zwei Treffer erzielt haben, die in ihrem Sektor geblieben sind und die sich wahrscheinlich hier über einen 3:0 Sieg am grünen Tisch freuen dürfen. Also man will ja keinem Senat vorweggreifen, aber wie anders könnte diese Entscheidung aussehen? Und dann, wie gesagt, mein lieber Schwan, wenn dann um ein Tor die Austria den Titel verpassen würde. So, jetzt aber gleich wieder zu Andi Felber. Ja, und bei mir Schiedsrichter Einwaller, das Spiel ist abgebrochen. Die Entscheidungsfindung, war die einfach? Die Entscheidungsfindung war eigentlich schwierig, muss ganz ehrlich sagen, weil beide Mannschaften und die Schiedsrichterteam, wir wollten weiterspielen. Und es waren alle zwei Teams plus Schiedsrichterteam gewillt, weiterzuspielen. Und es ist wirklich jetzt aufgrund der Aussage der Sicherheitsbehörde jetzt gelegen, ob sie die Sicherheit gewährleisten können, ja oder nein. War eine klare Aussage, nein, deshalb Spielabbruch. Sicherheit für die Zuschauer nicht gewährleistet oder Sicherheit für die Spieler nicht gewährleistet? Die Sicherheit im Stadion ist nicht mehr gewährleistet. Was heißt das jetzt weiter? Was sind die weiteren Schritte? Was passiert mit diesem Spiel? Das dürfen Sie jetzt nicht mich fragen. Für mich ist das Spiel erledigt. Ich habe es abgebrochen praktisch. Das war meine letzte Entscheidung. Ich werde jetzt gemeinsam mit dem Sicherheitsdelegierten, der Schiedsrichter, sämtliche Behörden, alle Beteiligten werden einen Bericht verfassen an die Bundesliga und dort wird es zu einer Entscheidungsfindung kommen. Haben Sie so etwas in Ihrer langen Schiedsrichterkarriere schon einmal erlebt? Ich habe einmal schon ein internationales Spiel abgebrochen, auch aufgrund von Sicherheit, aber es tut mir ein bisschen leid um den österreichischen Fußball, weil das bisschen Image, das wir noch haben, wird durch solche Aktionen ganz kaputt gemacht. Danke, Schiedsrichter Einwaller, und zum Kollegen bitte. Danke sehr. War das in Bukarest? Ja, da war alles klar gesagt jetzt. So einfach ist die Sache und da muss man sagen, die Exekutive, die Einsatzleiter sind hier absolut zu verstehen. Ich denke, der Auftritt hier der Exekutive war tadellos, war einwandfrei und dass man hier nicht mehr die Sicherheit garantieren kann, das hat jeder gesehen, da müssen wir überhaupt nicht weiter debattieren. So, und eine entscheidende Frage hat auch Thomas Einwaller nicht beantworten können. Wie geht es jetzt weiter? Wie wird diese Partie bewertet? Und welche Auswirkungen könnte das haben auf den Titelkampf? Ganz bitter. Also das ist ein ganz schmähliches Kapitel in der Rapid-Club-Geschichte. Man hätte heute hier die Chance gehabt, sozusagen aus eigener Kraft dem Stadtrivalen, wenn man das machen will, aus dem Titelrennen zu schießen. Das ist sportlich nicht geglückt. Jetzt hat man es versucht mit total überzogenen Emotionen und der Schuss ist ja komplett nach hinten losgegangen. So, die Einsatzkräfte ziehen schön langsam zurück und dann erfolgt wahrscheinlich das nächste heiße Kapitel heute, der Abzug aus dem Stadion. Wie bekommt man alle Zuschauer, alle braven und guten und verlässlichen Rapid-Fans und Austria-Fans aus dem Stadion. Ah, das ist ganz, ganz schade. Auch für den Fußballfan zu Hause an den Fernsehgeräten. Wir alle hätten uns natürlich heute hier tolles Match gewünscht. Eine spannende Titelentscheidung vielleicht bis zur letzten Runde. Alle machen mit, nur ein paar Rapid-Fans, aber so stimmt's nicht. Es waren nicht ein paar Rapid-Fans, es waren sehr, sehr viele Rapid-Fans. Sehr, sehr viele. Es waren einige hundert hier auf dem Rasen. Schätzen Sie selber, was waren es? 200, 300 in der Kategorie.
Tja. Und die Austria-Fans, zumindest von den Punkten her, wohl das hier mitgenommen, was man sich erwartet hat. So, und wir schauen wieder zum nächsten Interview. Einer der wichtigsten Männer heute, der wahrscheinlich so nicht gerne interviewt wird, Dr. Peter Tutzler, der Spieldelegierte, die Entscheidungsfindung. Wie war die, wie ist es zum Abbruch gekommen letztendlich? Wie war das Prozedere? Das Prozedere ist so, dass grundsätzlich über den Spielabbruch der Schiedsrichter zu entscheiden hat, Thomas Einwaller. Er hat die Lage aus seiner Sicht eingeschätzt. Ich habe dann den Kontakt hergestellt zur Einsatzleitung, das heißt zur Polizeieinsatzleitung und auch zum Verantwortlichen der Stadt Wien, der Magistratsabteilung 36. Wir haben uns dann 15 Minuten Zeit gegeben, um die Situation zu beobachten. Leider ist es so, dass nach Ansicht der Einsatzleitung eine sichere Fortführung des Spieles nicht garantiert werden kann, aus zwei Gründen. Erstens ist zu befürchten, wenn die Austria ein weiteres Tor schießen würde, dass eine ähnliche, vielleicht noch schlimmere Situation noch einmal passieren könnte. Und andererseits müsste ja in der zweiten Halbzeit der Austria-Tormann Linder vor dem Sektor der Rapid-Fans spielen, was also auch eine nicht einschätzbare Gefahrenlage hervorrufen würde. Aufgrund dieser Situationseinschätzung hat Thomas Einwaller dann entschieden, dass das Spiel abgebrochen und nicht fortgesetzt wird. Man hat im Vorfeld gewusst, dass es ein Hochsicherheitsrisikospiel sein wird. Warum hat es überhaupt so weit kommen können, dass die Spieler da oder dass die Fans aufs Spielfeld laufen? Also, wie Sie sagen, man wusste natürlich um die Problematik dieses Spiels, vor allem dann, wenn die Austria deutlich in Führung liegt. Es wurde seitens des Vereines, des SK Rapid, wirklich alles denkbar Mögliche unternommen, um hier eine vernünftige Fortführung und Durchführung des Spieles zu gewährleisten. Es war also eine Ordnerpräsenz, die es noch nie gegeben hat hier im Stadion. Es war eine Polizeipräsenz, die es noch nie gegeben hat bei einem Wiener Derby. Es war im Umfeld, glaube ich, alles sehr gut vorbereitet und organisiert. Wenn sich eine Menschenmasse von ein paar tausend Menschen, wie sie auf der Westtribüne sind, selbstständig machen will, dann wird es wahrscheinlich keine Macht der Welt geben, die das wirklich verhindern kann. Spielabbruch in der ersten Spielhälfte 2:0 für die Austria, die letzte Runde am Mittwoch. Was passiert mit diesem Spiel jetzt? Ja, gemäß den Satzungen der Bundesliga hat nun der Senat 1 zu entscheiden, der Straf- und Beglaubigungssenat. Das Spiel wird dem Senat 1 vorgelegt werden, der wird sicher Montagabend eine Entscheidung treffen, wie dieses Spiel bewertet wird, ob es strafverifiziert wird oder wie auch immer. Und dann wird es diese Entscheidung geben, das heißt, ich gehe davon aus, Montag am Abend weiß man das. Ein bisschen Nachhilfeunterricht für mich. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich jetzt bis Mittwoch? Was meinen Sie jetzt? An Möglichkeiten, wie dieses Spiel gewertet werden kann. Naja, grundsätzlich muss man immer bei einem nicht fertig gespielten Spiel sagen, gilt das Resultat zum Zeitpunkt des Abbruches oder wird es in ein 3-0 verwandelt oder sind vielleicht sogar beide Mannschaften an diesem Abbruch theoretisch schuld, was ja auch in einzelnen Fällen passieren könnte. Dann könnte so ein Spiel auch mit 0-0 ohne Punkte gewertet werden zum Beispiel. Hier ist die Schuldfrage zu klären und dementsprechend dann eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, morgen Abend wissen wir mehr, wie dieses Spiel gewertet wird. Davon gehe ich aus. Ja, das sind Informationen. Recht herzlichen Dank und damit wieder zu dir, Thomas. Ja, jetzt haben wir das alles im Detail gehört. Wir wollen da keinem Senat vorgreifen. Ich denke mal, Mitverschulden von der Austria können wir ausschließen. Das Verschulden trifft hier die Rapid-Fans, den Heimclub, das ist klar. Ein 2-0 werten wird sich wohl nicht spielen. Warum? Wenn Sanktionierungen obligaterweise mit 3-0 erfolgen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht gibt es sogar noch eine höhere Strafe. Aber das Problem ist, bei 3-0 kommt das in die Wertung. Hieße im Augenblick dann bei aktuellem Zwischenstand Wiener Neustadt, Sturm und 0-0, dass Sturm und Austria Punkte gleich wären. Sturm aber noch das um ein Tor bessere Tordifferenz zu bieten hätte. Also, schauen wir mal ganz kurz, wenn wir schon so viel von Toren sprechen. Was hat sich denn ereignet sportlich? So, das war nach etwas mehr als 4 Minuten. Klein und dann Pat Strazan, Klein mit der Flanke. Linz hat alle Zeit der Welt, den Ball sogar noch kurz zu stoppen und dann in Torjägermanier. Sein 20. Saisontreffer, das war die frühe Führung und da fliegt schon ein bisschen was daher. Das ist schon die Keule von der Sportgymnastik und Wasserbeutel und. Das war schon ziemlich grenzwertig hier, weil das ist nicht irgendein normales Feuerzeug. Boah. So, und dann Treffer 2. Alle Zeit der Welt. Herrliche Vorlage, Parasit für Junusovic. Und
voll im Lauf, perfekt gemacht, aber kurz der Jubel von Karl Dachsbacher und unmittelbar darauf Rapid-Fans in Scharen auf dem Platz und Gott sei Dank auch ebenso schnell die Einsatzkräfte. Und so hat sich jetzt mittlerweile der Fansektor der Austria-Fans schon ziemlich geräumt. Wie gesagt, jetzt gilt es natürlich, das Ganze noch ordentlich abzuwickeln. Alle Besucher hier im Stadion gesund hinauszubringen. Weil Zwischenfälle draußen auf den Straßen braucht man auch nicht. So, Rainer Pariasek, bitte. Ja, wir sind hier im sogenannten Pressekonferenzraum des Hanapi-Stadions. Die Sicherheitskräfte haben uns auch gebeten, unsere Analyse oder unsere Gespräche jetzt nicht am Spielfeld abzuhalten, weil eben für die Sicherheit nicht garantiert werden kann und weil man auch nicht provozieren möchte und einfach kein Sicherheitsrisiko eingehen möchte. Roman, schade, wirklich sehr schade. Wir haben uns auf ein großes Fußballfest gefreut, auf ein tolles Spiel. Jetzt ist das relativ rasch dann zu Ende gegangen, nach 25 Minuten, nach dem 2:0 der Wiener Austria. Ist es für Sie nachvollziehbar, dass nicht wieder angepfiffen wurde? Ja, natürlich. Also das war sicher lebensbedrohlich für die Spieler, auch für die sonstigen normalen Fans unter Anführungszeichen. Und auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dieses Spiel nicht mehr weiterzuführen. Haben Sie eigentlich als Spieler schon auch einmal so etwas erlebt? Nein, kann mich nicht erinnern. Vielleicht reden wir ganz kurz, war einfacher für die Rapid-Fans quasi der Eindruck, dass man dieses Spiel nicht mehr gewinnen kann, glauben Sie? Ganz egal, was der Auslöser ist, aber es gibt keine Entschuldigung für so ein Verhalten. Meine Meinung ist ganz klar, wenn man dann auch noch hört von den Vereinsverantwortlichen, dass das im Vorhinein angekündigt wurde, dass man schon das Gerücht in Umlauf gesetzt hat, wenn Austria in Führung gehen sollte oder sogar gewinnen sollte, dass es einen Platzsturm gibt, dann behaupte ich aber schon, dass viel zu wenig gemacht wurde, dies zu verhindern. Sie kamen problemlos diese Wahnsinnigen ins Feld. Und das bedrückt mich dann schon. Ich glaube, die Vereine sind endlich angehalten, hier jemandem einen Riegel vorzuschieben, mehr zu unternehmen, dass man diese Wahnsinnigen, die den Fußball dann nur schaden, auch aus dem Stadion verbannt. Na, was könnte man zum Beispiel Ihrer Meinung machen? Wir haben gehört, also angeblich hat Andi Marek, der Fanbeauftragte von Rapid, doch in den letzten Tagen immer wieder versucht, mit Gesprächen das zu verhindern. Ist so etwas wirklich zu verhindern, Ihrer Meinung nach? Glaube ich schon, rausschmeißen aus dem Stadion, das sind ja sicher keine Unbekannte. Generell muss man sagen, dass das Klima in den österreichischen Stadien, wir reden zwar oft, wenn viele Leute im Stadion sind, von einer guten Stimmung, aber mir persönlich ist das oft viel zu gehässig. Viel zu viele vulgäre Ausdrücke, es wird viel mehr der Gegner beschimpft, niedergemacht, der gegnerische Trainer beschimpft, der Schiedsrichter aufs Ordentlichste bestimmt, als die eigene Mannschaft angefeuert. Das geht mir seit langem gegen den Strich, mich wundert es oft nicht, dass wir dann in der Öffentlichkeit auch so ein schlechtes Image haben als Fußballer. Würden Sie sagen, das ist ein Österreich-Spezifikum? Nein, aber es gibt nicht so viele Länder, wo das der Fall ist. Es gibt in Polen immer wieder Probleme. Es hat jetzt vor kurzem, glaube ich, in Tschechien Ausschreitungen gegeben. Es gibt in Kroatien ab und zu wieder Ausschreitungen. Und sonst bin ich der Meinung, wenn es eine, unter Anführungszeichen, Hooligan-Hochburg wie England geschafft hat, diese ganzen Wahnsinnigen, die nur auf Gewalt aus sind, aus dem Stadion zu bringen, dann sollte uns das auch gelingen. Denn diese Hooligans in England gibt es in der Form nicht mehr. Die Spiele dort laufen wirklich ganz friedlich ab und man kann auch, was bei uns unvorstellbar ist, mit der Familie, mit jüngeren Kindern ins Stadion gehen und den Tag genießen dort. Was ich jetzt auch schon gehört habe in diesen ersten Minuten nachher, warum hat die Polizei nicht gleich einen Riegel von vornherein, also quasi gleich vor Spielbeginn aufgezogen bei diesem Westsektor der Rapid-Fans, weil eben das schon angekündigt wurde, dieser Platzsturm, vielleicht auch um nicht vorher schon irgendwie zu provozieren? Ja, möglicherweise, aber wenn sich diese Fans unter Anführungszeichen von der Polizei schon provozieren lassen, nur weil sie aufpassen, dass den friedlichen Spielbesuchern nichts passiert, naja, da läuft ja schon etwas falsch bei uns in der Gesellschaft. Also ich bin der Meinung, die Vereine, auch die Bundesliga, der ÖFB, die sind angehalten, hier viel mehr zu intervenieren, viel mehr zu nehmen und diese ganzen Verrückten aus den Stadien zu schmeißen, ganz einfach. Ich sehe, in Kürze wird auch Trainer Karl Dachsbacher bei uns sehen, wir schauen aber ganz kurz raus zu Roland Linz, der steht auch vor dem Mikrofon. Ja, Roland Linz hat das 1:0 geschossen. Roland, bei dem 1:0 haben Sie da schon irgendwas auf der Westtribüne gemerkt? Puh, das könnte halt haarig werden. Na, bis dorthin eigentlich noch nicht, aber da war es eigentlich noch ziemlich fair, auch von den Zuschauern. Wir haben Gott sei Dank sehr früh das 1:0 erzielt. Das war natürlich für die Rapid-Mannschaft nicht sehr positiv. Also sie waren dann eigentlich sehr verunsichert. Und dann ist uns zum Glück noch das 2:0 gelungen und dann ist leider das passiert, was ja natürlich sehr tragisch ist. Die Situation
Situation bei Ihrem Tor, da waren auch dann am Spielfeld einige Dinge. Wie haben Sie das miterlebt? Haben Sie das miterlebt, dass dieser Hass mehr oder weniger sich aufgestaut hat auf dieser Tribüne? Ich habe nur einmal kurz gesehen, dass was neben mir runtergefallen ist, aber was genau kann ich auch nicht sagen, also das muss ich mir dann anschauen. Und bis dorthin war es eigentlich ziemlich fair. Ja, nach dem 2-0 ist natürlich, so etwas gehört nicht auf einen Fußballplatz. Der Moment, wie die Menschen den Platz gestürmt haben, hat man da Angst gehabt? Haben Sie Angst gehabt? Angst nicht, also ich bin ja schnell. Ich bin sehr schnell gewesen, Gott sei Dank in der Kabine, und wir haben gewusst, dass die Polizei uns sicherlich schützen wird, und ja, von daher war das eigentlich, haben wir das nicht so mitgekriegt. Für den Image des österreichischen Fußballs, der österreichischen Bundesliga, was bedeutet dieser Abbruch heute? Ja, ist natürlich sehr negativ. Wir hoffen natürlich, dass, ich meine, es wird immer wieder vorkommen, leider gibt es sowas beim Fußball, ich verstehe es auch nicht, weil es ist ja eigentlich ein toller Sport für die Jugend, für die Kinder, und von daher kann ich das nicht nachvollziehen, und wir Spieler hätten auch gerne weitergespielt, werden das fair entschieden, aber leider ist es dazu nicht mehr gekommen. Danke, Roland Linz, und der Trainer von Roland Linz ins Bereiner Pariasek, Karl Dachsbacher. Ja, einen Nachsatz noch zu Roland Linz. Er ist leider auch ein Leidtragender dadurch, dass er einen Treffer erzielt hat und damit er jetzt schon bei 20 Saisontreffern hält. Und wenn das Spiel strafverifiziert wird, dann wird ihm natürlich dieser Treffer nicht anerkannt. Bei uns ist jetzt der Karl Dachsbacher. Zunächst einmal rein allgemein, was sagen Sie zu diesem Spiel, von diesem Platzsturm und dem Spielabbruch? Es zeigen sich Tendenzen, die einfach nicht tolerierbar sind, und wir können zwar schwer dagegen steuern, aber im Moment sieht es so aus, wenn eine Mannschaft einen Negativlauf hat, dann muss man das Ärgste befürchten. Uns ist ja auch nicht gerade gut gegangen nach Wiener Neustadt. Und das bei der Austria kann sowas auch immer wieder passieren? Ich denke schon. Vielleicht sind etwas weniger Fans da, aber es sind eben Anzeichen, die überhaupt nicht okay sind, und da muss man sich schon Gedanken machen. Auch wenn ich von Deutschland her höre, dass die Spieler mit dem Tod bedroht werden, wenn sie absteigen. Also das kann nicht sein. Es ist immer noch Sport, und es bewegt so viel Massen, und es ist so positive Dinge passieren, und da muss man sich echt was überlegen, was zu tun ist. Was könnte man machen? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es muss ein Erziehungsprozess in Gang gebracht werden, damit eigentlich diese Fans von den anderen Fans fast aussortiert werden oder irgendwo. Es muss eine Frage der Ehre sein, zu seinem Club zu stehen, auch in guten und schlechten Zeiten. Und in diesem Fall ist es bitter für Rapid, denn es wird weitgehende Konsequenzen haben. Und das hat der Club sowohl sportlich auch finanziell zu tragen. Die Mannschaft, Ihre Spieler waren sehr schnell in der Kabine. Wurde das schon vorher besprochen? Hat man damit gerechnet, mit diesem Platzsturm? Ja, wir wurden informiert, dass sogar was geplant sein könnte. Und es hat ja fast so ausgeschaut, wie wenn sich die radikalen Rapid-Fans gewünscht hätten, dass wir 2-0 führen, damit sie endlich ihre Plattform haben. Stichwort 2-0, man kann davon ausgehen, also zu wahrscheinlich 99,9% wird das Spiel strafverifiziert mit einem 3-0 für die Wiener Austria. Ist Ihnen das recht, auch im Hinblick auf die Tordifferenz, hätten Sie gesagt, nach 25 Minuten 2-0, vielleicht hat man sogar noch höher gewonnen hier? Ja, grundsätzlich wollen wir keine Spiele gewinnen auf dem grünen Tisch, das ist ganz klar, zumal wir eine gute Leistung geboten haben und 2-0 in Führung waren. Aber das ist nicht zu verändern, und grundsätzlich stört es uns natürlich dann nicht, wenn wir 3-0 gewinnen. Aber der Abbruch ist für Sie in Ordnung gegangen? Ja, absolut, wenn man die Spiele gesehen hat und auch... Wir haben nicht gehört, der Schiedsrichter hat gesagt, die Mannschaft wollte eigentlich, oder beide Mannschaften wollten weiterspielen, nur die Einsatzkräfte haben gesagt, nein, wir können die Sicherheit nicht mehr gewährleisten. Na, wir haben uns in der Kabine so vorbereitet, wenn das Spiel weitergeht, ganz klar. Wir haben jetzt die Chance genützt, auch dazwischen noch taktische Anweisungen zu geben, und wir haben uns vorbereitet auf ein Weiterspiel. Jetzt am Mittwoch, wir wissen natürlich noch nicht, wie die anderen Partien ausgehen, aber am Mittwoch jetzt dann das Finale. Sie haben jetzt einmal 3 Punkte geholt, es geht gegen Salzburg. Wie sind denn jetzt so Ihr Gefühl? Ja, werden wir sehen, wie das Sturmspiel ausgeht. Es steht noch 0-0. Ja, ich weiß. Und vielleicht wird es wirklich zum Showdown und zum Entscheidungspartie, aber da müssen wir die Resultate abwarten. Und wir sind wieder in der Situation, dass wir sowieso gewinnen müssen, um ganz vorne zu stehen. Und das erleichtert uns vielleicht etwas, so wie man heute gesehen hat.
Was Sie vielleicht noch nicht wissen, Salzburg steht 1-1 mittlerweile. Ich nehme an, dass Sie jetzt gleich zum Fernseher gehen und sich das weiter verfolgen. Dankeschön, Karl Daxbacher. Werner Kuhn, Rapid-Manager, ist bei uns. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach gehört, es wurde bereits in den letzten Tagen angekündigt in diversen Fanforen, dass man so einen Platzsturm plant, wenn die Mannschaft in Rückstand gerät. War das einfach nicht zu verhindern? Wir haben wirklich alles Erdenkliche getan mit Fanbetreuung, mit den Vorkehrungen. Es sind schon oft Spiele, Hochsicherheitsspiele, wie man in unserer Sprache sagt, mit ähnlichen Vorankündigungen, auch mit Diskussionen in den Foren. Es ist für mich der bitterste Zeitpunkt, den ich bei Rapid in meinen fast 17 Jahren erlebe. Und ich glaube auch für viele Fans, die in guten Zeiten und auch in schlechten zu Rapid halten. Aber das, was heute passiert ist, ist unverzeihlich. Ist einfach der Ärger zu groß gewesen bei den Rapid-Fans? Konnte man, weil es gibt ja einen Fanbeauftragten auch bei Rapid, konnte der nicht wirklich genügend Einfluss nehmen auf die Fans? Es ist über eine Woche lang, also wirklich mit allen Fans, Fanclub-Vertretern dahingehend auch vorbereitet und eingewirkt und eigentlich alles Erdenkliche auch gemeinsam mit den Fanbetreuern der Austria getan worden. Dass das heute passiert ist, ist unerklärlich und auch nicht entschuldbar. Wie wird Rapid jetzt mit diesen Fans oder mit, sagen wir mal, mit diesen Menschen, die da reingelaufen sind, jetzt vorgehen? Aber man wird sie vermutlich versuchen zu identifizieren. Was wird Rapid machen? Wir haben im Stadion ausreichend Videokameras. Die Fans wissen das. Es sind auch alle Fans legitimiert und personalisiert festgehalten von uns. Es sind leider der Großteil von Dauerkartenbesitzern, die wir auch alle kennen und die auch von uns auf den Videokameras festgehalten sind. Wir werden sicher einen Großteil davon eine Chance haben, sie zu identifizieren. Jetzt gibt es auch immer wieder den Vorwurf, dass Rapid, dass die Vereinsleitung von Rapid zu den Fans zu freundlich ist, dass man zu viel durchgehen lässt, dass man sich nicht traut, wirklich da mal konsequent reinzufahren. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Das ist bei 1 Million Fans österreichweit ein, ich will es nicht mathematisch erklären, aber es ist so, dass wir eine unglaublich, die höchste Anzahl der Fans österreichweit haben, wo die Arbeit eine unglaubliche ist. Die Mitarbeiter von uns fahren zu jedem Auswärtsspiel, wir sind fast bei jedem Auswärtsspiel mit 2.000 bis 4.000 Fans, wir sind mit 11.000 Fans in Hamburg, wir leisten unglaubliche Kosten dafür, wir bezahlen die Mitarbeiter und auch hier im Stadion haben wir sicher die höchsten Sicherheitskosten, sowohl an Ordnerdienst. Wir tun alles dafür. In guten Zeiten ist natürlich das ein Phänomen, Rapid bewegt die Massen und in einer Zeit, so wie sportlich im Moment, nicht entschuldbar, aber Enttäuschungen passieren, haben wir alles Erdenkliche getan. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Es ist für mich persönlich die bitterste Stunde, die ich bei Rapid erlebt habe. Man kann wirklich davon ausgehen, dass etwas passieren wird? Ganz sicher. Wir werden das sicher mit aller Konsequenz verfolgen und es ist weder mit dem Sport, mit dem Fußball, noch ist es in irgendeiner Weise in Einklang zu bringen mit irgendetwas, was immer an möglichen Erklärungen passiert. Es ist einfach zu verurteilen. Wissen die Fans eigentlich, dass sie mit dieser Aktion vielleicht sogar der Wiener Austria geholfen haben? Jetzt steht es da mit der Partie 3-0 ausgehend für die Austria, ist also ganz gut fürs Torverhältnis. Möglicherweise hat man sogar Schrittmacherdienste geleistet für einen Meistertitel. Ich glaube, man hat es auch leider Gottes teilweise gesehen, dass Fans eigene Spieler bedroht haben. Und ich glaube nicht, dass da irgendeine Überlegung, eine in irgendeiner Weise erklärende Überlegung dabei war. Es ist einfach zu verurteilen. Na, wissen Sie schon, waren das die Rapid, waren das die wirklich eingefleischten Rapid-Fans, waren das die Ultras, waren das irgendwelche, die meistens gar nicht dabei sind, die wirklich nur auf Randale aus sind? Also einzelne habe ich selbst persönlich erkannt, viele waren vermummt. Wir werden einen Großteil davon wirklich identifizieren und auch verurteilen und also auch sanktionieren. Sie gerade auch, der Rapid-Präsident ist bei uns. Dankeschön, Herr Kuhn. Ja, Herr Edlinger, ich nehme an, auch für Sie eine ganz bittere Stunde, so etwas als Präsident mitzuerleben. Wie ist Ihre erste Reaktion? Ich bin persönlich zutiefst betroffen, erschüttert und eigentlich traurig, weil solche Vorkommnisse auf einem Fußballplatz absolut nichts verloren haben. Ich möchte mich daher auch zunächst einmal bei der übergroßen Mehrheit der Zuschauer heute entschuldigen für diese Vorkommnisse. Ich möchte mich bei allen Fernsehzuschauern entschuldigen, bei allen Rapid
Sympathisanten, die nicht im Stadion waren. Ich entschuldige mich auch bei den Spielern der Wiener Austria und auch meiner eigenen, die ja zum Teil körperlich bedroht worden sind. Und es ist sicherlich die schwärzeste Stunde, die ich in meiner 10-jährigen Amtszeit als Präsident des SK Rapid erlebt habe. Haben Sie damit gerechnet oder haben Sie auch befürchtet, dass so etwas heute passieren könnte? Nein, ich habe damit nicht gerechnet. Natürlich, Fußball ist immer eine emotionelle Angelegenheit. Aber Emotionalität und Brutalität sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das war heute absolut brutal. Wobei natürlich ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass hier von bestimmten Gruppen, die ich im Augenblick nicht identifizieren kann, so etwas wie eine Unterwanderung stattgefunden hat. Weil die ersten, die hineingesprungen sind, waren ja vermummte Typen. Und dann sind heute andere mit hineingelaufen. Wir werden mit aller Schärfe, soweit wir sie identifizieren können, gegen diese Personen vorgehen. Die werden das Hanapi-Stadion sicher nicht mehr sehen von ihnen, weil wir solche Leute eigentlich nicht brauchen und auch nicht wollen. Abgesehen von diesen Personen, die dann auch wirklich erkannt wird, gegen die ein Stadionverbot ausgesprochen wird, was wird man noch tun, dass so etwas möglicherweise, wird man es nicht ganz ausschließen können, aber dass es möglichst nicht nochmals passiert? Man wird natürlich mit den Fangruppierungen sprechen, das ist gar keine Frage, wobei ich eigentlich schon glaube, dass die üblichen Verdächtigen da gar nicht so sehr dabei waren. Das waren also Leute, die wir nur teilweise erkannt haben. Vermummte haben wir gar nicht erkannt, aber ich höre, dass man viele oder einige, bevor sie sich die Kapuzen vors Gesicht gezogen haben, in der Videoanlage identifizieren konnte. Also man konnte ihre Gesichter erkennen, sodass wir gegen diese vorgehen werden. Und mehr kann man im Augenblick nicht tun. Ich persönlich glaube, dass wir in der Bundesliga gut beraten werden, wenn wir so brisante Spiele, und Rapid Austria ist immer brisant, in das Haberstadion verlegen. Dort ist der alle Derbys. Da bin ich der Meinung, ja. Denn das Haberstadion bietet ja nicht mehr Sicherheit wie hier das Hanapi-Stadion. Und ich möchte eigentlich, dass Menschen, die zum Fußball kommen, hingehen, Freude haben am Spiel, wenn wir verlieren, traurig sind, aber dass die körperliche Sicherheit nicht in Frage gestellt wird. Das trifft mich wirklich sehr, sehr hart, weil ich wirklich nicht geglaubt habe, dass dies hier passieren kann. Abschließend noch, was tut Ihnen mehr weh? Die schwache sportliche Saison, kein Europacup-Platz, im Cup ausgeschieden vorzeitig oder der heutige, der Sturmlauf der Fans? Na, das heutige ist das Allerschlimmste, was passieren kann, denn sportlichen Misserfolg kann man in der nächsten Saison locker wieder aufholen. Ne? Im Fußball gibt es immer ein Auf und ein Ab, aber der Imageschaden, der heute natürlich entstanden ist, der ist enorm. Und ich mag das eigentlich nicht, dass ich mich als Rapid-Präsident für manche, die vorgeben, Rapid-Fans zu sein, schämen muss. Ich bedanke mich für das Gespräch, danke auch für die klaren Worte und wir schauen wieder raus zu Andreas Felber, denn der hat den Rapid-Kapitän, der heute verletzt war, vor dem Mikrofon. Bei mir ist Steffen Hoffmann, ich sage zuerst einmal recht herzlichen Dank Steffen und dass Sie zu uns gekommen sind, weil Sie haben gesagt, nein, eigentlich Andi, bitte versteht es, ich möchte heute nicht sagen. Die ersten Gedanken, Sie haben sich das jetzt einmal angesehen, Sie sind auf der Tribüne gesessen, hat das mit Fußball, hat das mit Rapid, womit hat das zu tun, was da heute abgegangen ist? Nein, es hat nichts mit Fußball zu tun. Es ist ein sehr trauriger Tag. Es ist nicht so, dass ich nichts sagen wollte, nur ich muss mich um meine Kinder kümmern. Die sind ja, sehr verstört im Moment. Und ja, für uns alle natürlich ein fürchterlicher Tag heute. Sie sagen, Sie haben es angesprochen, die Kinder waren da, die Gattin waren da. Haben die Kinder das wirklich mitbekommen? Haben die wirklich Angst bekommen, wenn sie das gesehen haben? Ja, weil die Große hat das schon mitbekommen und ja, ich denke, das war's für Fußball für längere Zeit für sie.
was da jetzt abgegangen ist, was da im Westsektor abgegangen ist. Haben Sie das irgendwann schon gespürt, dass so etwas irgendwann mal passieren wird? Ich denke, man ist ja nicht blind und man sieht die Tabelle und die ganze Situation, dass es gefährlich ist oder dass es eine sehr schwierige Situation ist. Aber die Hoffnung war natürlich da, dass es nicht passiert. Jetzt ist es passiert und jetzt müssen wir uns alle finden und im Verein und dann irgendwelche Lösungen dafür finden. Wie groß ist der Schaden, den diese Personen, diese Menschen, Fans sind das keine, angerichtet haben für den Verein und auch für den österreichischen Fußball? Ich denke, es ist enorm hoch. Wird sicher große Wellen schlagen, die Geschichte. Und für viele normale Fans im Stadion ist es natürlich auch eine unheimlich schlimme Sache gewesen, das zu sehen. Carsten Janke hat mir im Kabinengang zuerst gesagt, oder im Spielereingang, man muss sich genieren. Stimmt das? Muss man sich genieren als Rapid-Spieler für das, was da heute abgegangen ist? Auf dieser Seite. Ist natürlich so, dass solche Dinge für niemanden gut sind. Ich sehr, sehr traurig bin, dass das heute passiert ist. Mir wäre es einfach lieber gewesen, wir würden 2-0 führen und würden uns jetzt die zweite Halbzeit anschauen. Aber es ist trotz allem einfach nicht zum Entschuldigen. Steffi, merkt, wie schwer das Reden fällt. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke sehr. Wir haben mittlerweile einen neuen Zwischenstand von den anderen Partien, vor allem die interessant sind im Titelkampf. Sturm Graz führt jetzt in Wiener Neustadt mit 1-0 durch ein Tor von Kainz. Das alles nach etwa einer Stunde, also ungefähr nach 60 Minuten. Dieser Zwischenstand wird vermutlich dann meine nächsten Gesprächspartner nicht gerade erfreuen, während wir das Tor hier sehen. Die anderen Zwischenstände, also Salzburg gegen Ried, steht 1-1. Ich höre soeben, auch Salzburg hat erhöht und auch Salzburg ist jetzt in Führung gegangen, jetzt 2-1 für Salzburg, der ganz aktuelle Spielstand. Bei mir ist der General Manager der Wiener Austria, Tommy Paritz. Jetzt hat man Sie gesehen, wie noch nicht sicher war, ob die Partie abgebrochen wird oder nicht, sehr gestikulierend vor der Schiedsrichterkabine. Warum ist es Ihnen gegangen? Es geht eigentlich um die Sicherheit des Spiels. Also mir wurde ja vor dem Spiel gesagt, wenn wir 2-0 in Führung gehen, werden die Fans hineinlaufen. Ich habe das nicht geglaubt. Das war angekündigt und mir ist eigentlich nur um die Sicherheit der Spieler gegangen. Weil ich habe dem Schiedsrichter gesagt, wenn wir jetzt noch einmal antreten und der Linderhänse spielt zweite Halbzeit vor der Westtribüne, dann kann es gefährlich werden, dass die Spieler in Gefahr sind. Weil ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass die Fans nach dem 2-0 ins Spielfeld laufen und die eigenen Spieler attackieren. Bei uns war es gegen Bilbao genauso, aber die sind nur aufs Feld gelaufen. Und ich meine, Fußball ist noch immer nur ein Spiel. Also wenn heute, müssen ja die Spieler Angst haben, wenn sie heute 2-0 hinten sind, läuft einer rein, kriegt er einen am Kopf, da kann ja was passieren. Wir sehen hier die Bilder, unglaublich, die eigenen Spieler wurden da auch attackiert von diesen Vermummten. Das heißt, Sie waren eindeutig für den Abbruch. Schiedsrichter Einwaller hat gesagt, die Mannschaften wollten eigentlich weiterspielen. Wer wollte denn eigentlich von der Wiener Austria weiterspielen? Nein, es geht ja nur um das, es ist um die Sicherheit der Spieler gegangen. Und es wäre, wenn wir weitergespielt hätten, wären wir vielleicht noch 15 Minuten wieder drin gewesen. Ich glaube, das Problem hat ja schon vor dem Spiel angefangen. Zwei Scheiben sind zu Bruch gegangen, ich meine, wenn ein Stein durch die Scheibe durch... Beim Mannschaftsbus, auch diese Bilder haben wir hier bei der Ankunft hier im Hanapi-Stadion, ja? Da kann ja was passieren, ich meine, da geht es wirklich um die Sicherheit und ich meine, das war für den Fußball natürlich wirklich also eine Katastrophe heute, weil ich meine, wie weit können die Fans gehen? Wir machen alles, wir haben immer Gespräche mit den Fans, mit den allen und das ist ja wirklich, da ist die Aggressivität also wirklich auf einem Punkt, wo man wirklich die eigenen Spieler, ich habe das noch nie gesehen. Und darum, ich habe wirklich Angst gehabt um die Spieler und das habe ich argumentiert, wenn wir noch einmal beginnen, kann es wirklich zu ärgeren Sachen kommen. Sind aus Ihrer Sicht Fehler passiert, Fehler von Seiten von Rapid oder Fehler von Seiten der Sicherheitsbeamten?
Ich glaube nicht, dass Fehler passiert sind, denn das war angekündigt und sie waren schon vorbereitet. Aber man hat gesehen, man kann die Fans nicht zurückhalten. Und noch einmal, also man soll die Spieler nicht attackieren, da kann ja wirklich einiges passieren. Und ich glaube, dass die Entscheidung richtig war, denn da hätte wirklich, wenn das noch einmal zu einem Platzsturm gekommen wäre, dann hätte es wirklich vielleicht anders enden können. Würden Sie auch sagen, weil Karl Daxbacher hat in dieser Richtung auch argumentiert, also was kann bei der Wiener Austria auch immer wieder passieren? Es kann immer wieder passieren, aber wir führen Gespräche und jetzt müssen wir uns alle zusammensetzen. Wir müssen schauen, dass wir das in den Griff bekommen. Es ist genauso in England und in Deutschland. Entweder das kann es nicht geben. Denn die Spieler sind. Aber das haben wir doch schon öfters gesagt. Immer wieder, wenn irgendwas war, hat es geheißen, okay, man muss irgendwas ändern. Und wirklich passiert oder wirklich geändert hat sich dann schlussendlich doch nichts. Ja, weil man sieht, dass wie das schwierig ist. Also, wir haben ja das in Neustadt erlebt. Wir sind in die Generali Arena angekommen und die Spieler wurden bespuckt und man hat sie mit Bier angeschüttet. Also, wir haben ja das mit den eigenen Fans auch erlebt. Also, das ist ein Problem. Aber ich glaube, dass die Fans nicht so weit gehen dürfen, dass sie Spieler attackieren. Ich meine, wenn sie es beschimpfen, alles okay. Aber ich glaube, das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt, weil da musst du wirklich schon als Spieler Angst haben. Da kommt, lauft einer rein, ich weiß nicht, mit einer Bierflasche und haut einen am Kopf. Rapidpräsident Rudi Edlinger hat vorgeschlagen, in Zukunft alle Derbys im Happelstadion auszutragen. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Ja gut, jetzt nach dem Spiel, ich meine, natürlich war das wirklich, ich meine, er hat auch Angst gehabt und ich habe gehört, dass er, wie er das gesehen hat, auch gesagt hat, der Rapid wollte abbrechen. Weil da war wirklich die Sicherheit der Spieler in Gefahr. Da müssen wir wirklich, über das müssen wir diskutieren. Wenn es dann wirklich, wenn das die Lösung ist, dass wir das verhindern können, dass die Fans aufs Feld laufen, dann spielen wir im Happelstadion. Jetzt wird dieses Spiel sicherlich mit 3:0 zugunsten der Wiener Austria strafverifiziert. Was würden Sie sagen, bedeutet das jetzt für den Titelkampf? Ja gut, es ist so, wir sind von Sturm abhängig. Wenn Sturm beide Spiele gewinnt, können wir den Titel nicht mehr holen. Wir werden sehen, wie das beide Spiele verlaufen. Wir hätten auf der anderen Seite, wie jetzt wird, wenn wir das Ergebnis 3:0 zugesprochen bekommen, wir hätten auch mit 4:5 gewinnen können. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht der Sinn des Fußballs. Und ich glaube, dass heute die Grenzen überschritten wurden. Ein großer Image-Schaden auch für den Fußball. Natürlich, es ist ein großer Image-Schaden, denn wir leben ja von den Sponsoren und mit solchen Bildern werden sich die Sponsoren überlegen, ob sie in den Fußball einsteigen. Was sagt denn der Rapid-Fanbeauftragte Andi Marek zu den heutigen Vorkommnissen? Bei mir ist die Stimme von Rapid derjenige, der Rapid auch aufgebaut hat, fanmäßig, muss man ganz ehrlich sagen. Andi Marek, was geht da jetzt in Ihnen vor, was da heute abgegangen ist, dieser Platzsturm? Also ich muss sagen, ich bin fassungslos. Wie geht es Ihnen damit? Wenn ich ehrlich bin, natürlich der schlimmste Augenblick bisher. Ich bin in 19 Jahren bei Rapid. Es ist uns sehr viel gelungen. Wir haben sehr viel auch Lob bekommen immer wieder und haben uns natürlich auch damit gerühmt, mit der besten Fanarbeit. Scheinbar dürfte es nicht die beste Fanarbeit gewesen sein. Vor allem wird es jetzt sehr viele Kritiker geben, die natürlich jetzt kommen und sagen, man war immer viel zu nett, man hat immer viel zu lange zugeschaut. Es ist das Leichteste, wenn man am Boden liegt, dass man noch draufsteigt. Die Tatsache an der Geschichte ist, dass wir sehr viele Jahre sehr gute, sehr schöne Erlebnisse mit den Fans hatten. Das war ein ganz schlimmer Tag und jetzt Ausreden zu suchen und zu sagen, es mängelt nah und die Mannschaft und schlecht, das tue ich jetzt nicht. Ich tue jetzt nicht Ausreden suchen. Es ist was passiert, was ich mir eigentlich nie vorgestellt hätte, dass es passieren kann, weil ich immer der Meinung war, es steht schon über allen, dass Fußball am Spielfeld gespielt wird. Verliert man, ist es ganz schlecht, gewinnt man, freut man sich. Nur dass es dann so endet, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht geglaubt. Wer sind diese Menschen, die da hineinlaufen, die solche Sachen anführen? Sind wir in Kontakt mit den Fans? Kennen Sie diese Menschen? Es kommt immer die Frage, wenn ich immer höre, dann, das sind ein paar und das muss man doch in den Griff kriegen. Da geht es nicht um, es sind ein paar, da geht es um unglaublich frustrierte Leute, die jetzt heute sagen, das kann man sich nicht gefallen lassen. Das ist ein Wahnsinn. Wie oft wurde mir in den letzten Tagen gesagt, der Verein schaut zu, wir sind mittlerweile schon Fünfter, wir werden Sechster, wir werden Siebter, die Austria feiert bei uns vielleicht den Meister und. Jetzt herzugehen und zu sagen, wer sind die Leute und wie viel das sind. Nein, es waren auf dem Spielfeld ein paar hundert Leute. Und natürlich kenne ich die. Natürlich kenne ich sie. Ich arbeite tagtäglich mit vielen von denen. Und da ist es ja nicht jetzt darum gegangen, dass sie jetzt hergehen wollen und wollen sagen zu mir, das ist ein Scheiß, was du magst. Und um das geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, dass sie jetzt zeigen wollten,
dass sie angefressen sind, dass das nicht so weitergehen kann, dass es eine Änderung geben muss. In der Art und Weise, wie es passiert ist, ist natürlich auf keinen Fall zu akzeptieren. Geht es mit Aggression? Es ist Sport, es ist ein Spiel. Da geht es nicht um Leben und Tod. Ich würde nicht aufs Spielfeld gehen. Ich würde auch nicht in der Art und Weise meinen Protest zeigen. Aber es gibt halt sehr viele verschiedene Menschen und es gibt sehr viele Menschen, die, ich sage auch nochmal dazu, wir rühmen uns immer damit mit der tollen Fanarbeit und wie gut wir nicht arbeiten und alles. Jetzt kommt heraus, dass doch nicht alles gut war, denn dann hätte das heute nicht passieren können. Sie sind ein Fußballbesessener, das weiß ich. Es ist noch viel zu kurz, über irgendetwas jetzt weitere Folgen nachzudenken. Trotzdem, was glauben Sie, muss da jetzt beim Club passieren, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten? Das ist jetzt insofern eine schwierige Frage, weil jetzt stehen wir 10 Minuten nach dem, was da passiert ist. Man muss das analysieren. Jetzt herzugehen und zu sagen, da muss ein komplettes Umdenken passieren. Wenn ich das jetzt sagen würde, man muss komplett umdenken, dann sage ich auf der anderen Seite, wir hätten nicht so viel erreicht. Wir haben gehabt vor, ganz kurz strafe ich das nur, weil das klingt schon wieder wie eine Ausrede. Wir haben vor 10 Jahren gehabt 6.000, 7.000 Leute im Stadion. Jetzt haben wir Stadion jedes Mal voll. Wir haben auswärts unsere Fans mit. Wir haben in allen Belangen, ob es Mitglieder ist. Es war ja viel richtig. Irgendwas muss trotzdem nicht richtig gewesen sein, sonst darf so etwas nicht passieren. Und das heißt es jetzt ganz einfach zu analysieren. Und ich sage nur mal dazu, das ist so, ich sehe manchmal im Fernsehen Leute, die ein Interview geben nach irgendeiner Situation und die sind dann auch immer sehr zusammengeschlagen. Ich bin jetzt so, dass ich im Moment nicht genau weiß, wie es weitergeht. Aber wir müssen es analysieren. Danke, Adi. Wir sind mittlerweile wieder im Stadion. Die Lage hat sich beruhigt. Die meisten Fans sind also weg. Es sind gerade nur eine Handvoll, vielleicht 2 Dutzend Fans noch im Stadion. Aber es ist eigentlich alles ruhig. Deshalb durften wir jetzt auch wieder auf den Rasen. Ja, Roman, wir haben jetzt viele Stimmen gehört dazu. Die Enttäuschung ist riesig auf allen Seiten. Wir haben gesagt, ein großer Schaden für den Fußball, für den österreichischen Fußball. Jetzt bin ich doch ein bisschen skeptisch, was das anbelangt, dass man dann wirklich etwas nachhaltig tun kann, dass so etwas nicht mehr passiert. Da versuchen Sie mich zu überzeugen, dass es doch möglich ist. Zum Ersten möchte ich ergänzen, ich finde das sehr naiv von den Verantwortlichen, dass sie mit diesen, wenn es auch ein geringerer Teil ist, mit diesen gewaltbereiten Fans irgendetwas in einer normalen Diskussion lösen wollen. Das ist lächerlich. Da hilft keine Diskussion. Mit solchen gewaltbereiten Menschen kann man nicht diskutieren oder mit irgendwelchen logischen Argumenten kommen. Die müssen raus aus dem Stadion. Das ist das eine. Zum Zweiten ist, wenn die Verantwortlichen von Rapid sagen, es ist nur ein kleiner Teil, dann glaube ich, beginnt hier schon das Problem, denn sie verniedlichen es. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass es nur ein kleiner Teil ist. Ich bin der Meinung, es ist ein kleiner Teil, der heute hier aufs Feld gelaufen ist. Aber ich habe sehr wohl gesehen, dass ein großer Teil hinter dem Tor diese verbal zumindest unterstützt haben und angefeuert haben bei dem Ganzen. Also das Problem liegt nicht in einem kleinen Teil. Das ist viel größer als, glaube ich, die Verantwortlichen, nicht nur bei Rapid, überhaupt bei den Clubs, die Probleme mit den eigenen Fans haben. Mir fällt eigentlich nur ein Beispiel ein in Österreich, wo wirklich rigoros durchgegriffen wurde. Das war, als Red Bull eingestiegen ist in den österreichischen Fußball. Da hat man die ganzen Austria-Salzburg-Fans eigentlich vom Stadion verbannt. Wäre das eine Lösung? Wenn es gelingt, dass die Stimmung dann friedlicher wird, auf jeden Fall. Aber es ist witzig, dass wir jetzt über das diskutieren, denn vor kurzer Zeit sind wir hier gestanden und haben ja genau das kritisiert. Dass ein Retortenclub, dass die keine richtigen Fußballanhänger haben und jetzt sagen wir, die haben das alles richtig gemacht. Auch wir verwickeln uns ständig in Widersprüchen. Ich möchte haben Fans, solche Fußballfans, die die eigene Mannschaft unterstützen, die aber Gegner, Schiedsrichter, gegnerischen Trainer und auch uns hier respektieren und uns bitte in Ruhe lassen. Super.